Hallo und herzlich willkommen. Ich zeige euch heute ein herzhaftes, schnelles Gericht und zwar Quesadillas. Quesadillas sind gefüllte Teigfladen mit Käse, verschiedenen Gemüsezutaten und Gewürzen. Sie lassen sich wunderbar herstellen. Die Basis dafür sind die Wraps von Share und sie gelingen vor allem ganz schnell, kinderleicht und einfach. Ich zeige euch jetzt gleich im Video, wie es funktioniert. Für die Quesadillas braucht ihr folgende Zutaten und zwar eine Packung Wraps von Share, Käse in Scheiben, ich habe hier Gouda, dann je nach Geschmack, also ich habe Frühlingszwiebeln bereits geschnitten, Tomate in Scheiben, Paprika, Kräuter, etwas Chili, Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Ich habe jetzt hier eine beschichtete Pfanne, ihr braucht kein Fett und ich habe die Pfanne jetzt auf mittlere Hitze eingestellt. Es ist ganz wichtig, macht die Pfanne nicht zu heiß, weil sonst werden die Wraps zu schnell dunkel und der Käse schmilzt nicht richtig. Also ich habe jetzt ungefähr mittlere Hitze und ich gebe jetzt den ersten Wrap hinein und belege diesen Wrap mit meiner halben Käsemenge. Und dann gebe ich gleich die anderen Zutaten noch mit drauf, also die Frühlingszwiebeln, Paprika, Tomatenscheiben. Und ich würze jetzt noch alles mit verschiedenen Kräutern, Salz Pfeffer, Paprika und etwas Chili. Und jetzt gebe ich gleich die restliche Käsemenge darüber. Und gebe den zweiten Wrap mit drauf. Und jetzt lasse ich den Wrap etwa 3 bis 4 Minuten von der einen Seite braten, bis der Käse schmilzt. Und dann wende ich den Wrap und lasse ihn auch von der anderen Seite noch 3 bis 4 Minuten braten. Die 3 bis 4 Minuten Bratzeit sind jetzt vorüber. Jetzt wende ich den Wrap und ich nehme einen Teller dazu. Ich lege den drauf. Und schiebe den dann vom Teller wieder in die Pfanne rein. Und so kann er dann auf der anderen Seite noch 3 bis 4 Minuten braten. So, die Quesadilla ist jetzt fertig gebraten. Und ich zeige euch jetzt gleich, wie sie angeschnitten aussieht. So. Also ihr könnt es hören, die sind schön knackig. So, also man kann es sehen, der Käse ist wunderbar geschmolzen. Und ich habe mir jetzt hier auch schon einen Sauerrahmdip vorbereitet und es passt ganz toll zu diesem gefüllten Brot. Es ist eine tolle Speise, also richtig herzhaft und vor allem ganz schnell zubereitet. Probiert es zu Hause einfach mal aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Herstellung und gutes Gelingen.